Wir sind Mira und Fabian. Und das ist unser Van, den wir seit fast 4 Monaten zu unserem Zuhause umbauen. Wir haben schon so viele Projekte angegangen, aber in dieser Folge werden wir wohl das Projekt angreifen, das den größten sichtbaren Unterschied macht. Ganz viel Spaß damit. Willkommen zu einem neuen Video in unserer Van-Ausbauserie. Wir machen direkt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und unser Ziel für dieses Video ist es, diese komplette Wand endlich zu verkleiden und zu verstecken und dass man hier kein Armaflex und kein Blech und keine Unterkonstruktionslatten mehr sieht. Und ich denke, das schaffen wir auch. So sei es. Bevor es mit den Wänden losgeht, möchte ich euch noch ein bisschen auf den Laufenden bringen mit ein paar Projekten, die wir nebenher gemacht haben. Zum Beispiel haben wir für unser Seitenfenster einen Fensterrahmen gebaut, denn so wie es vorher war, war es nicht wirklich schön. Wir haben zuerst einige Blenden angebracht, damit der Raum zwischen Wänden und Fenster geschlossen ist. Wir haben auch noch einen Zierrahmen angebracht, irgendwie sind davon aber die Videoaufnahmen verloren gegangen. Außerdem haben wir eine Seitenwand des kleinen Hängeschranks angebracht und Fabian hat auch noch den Bereich zwischen der Tür und der Decke verkleidet, damit das Ganze auch schön ausschaut. Als erstes machen wir hier die Verkleidung hin, die haben wir schon vorbereitet. Dafür haben wir hier unten eine Aussparung reingemacht, weil sich da die Karosserie oder der Holden so ein bisschen wölbt. Und haben hier mit den Latten auch, ihr seht, ein bisschen geguckt, dass wir schön über die Holme drüber kommen und eine Aussparung von Kabel unten. Und jetzt schrauben wir sie mit 20 mm Schrauben rein. Kleiner Tipp, nicht den Leuten blind vertrauen, das habe ich nämlich gemacht, was man für Schrauben braucht oder was man für Unterkonstruktionslatten braucht, weil wir haben das gemacht und deswegen haben wir jetzt hier aufgeleimt, weil einfach das, was die anderen gesagt haben, für uns nicht funktioniert haben, hat. Ich habe mir konkret von dem Citroen Jumper Tipps geholt und wir haben halt doch ein Ducato, vielleicht ist es ein bisschen anders, man weiß es nicht. Die Platte ist von hinten schon einmal gestrichen und jetzt wird sie reingeklatscht. Wir haben hier hinten ein bisschen gecheatet, weil es war einfach schwierig, das Stoß auf Stoß richtig hinzubekommen, dass es an allen Ecken passt. Und dann war es hier oben halt ein bisschen schief und das haben wir jetzt gerade gemacht. Jetzt hat es hier überall 1 cm und da habe ich gerade eine Leiste zurecht gemacht und die kommt jetzt hier rein. Das Projekt Wandverkleidungen geht weiter. Der Fabian nimmt die Maße und schneidet die Holzplatte zu und ich werde dabei alle offenen Metallstellen hier in diesem Bereich dämmen, damit wir das dann auch alles befestigen können. Jetzt können wir auch schon dieses Brett hier, aka die Bettwandverkleidung, anbringen. Wir haben gerade schon markiert, wo diese Holzstreben sind, wo wir das also befestigen können, haben das ausgemessen, haben es nochmal angepasst und jetzt kann es schon ran. Wir kommen jetzt zu Teil 2 von dieser Wandverkleidung. Der Fabian hat sich mal wieder ein spannendes Konstrukt überlegt, wie wir das befestigen. Und ich finde, dass dadurch unser Van ganz coole Ecken und Kanten hat, tatsächlich ganz coole Formen. Aber ihr werdet es gleich sehen, jetzt befestigen wir es. So sei es. Teil Nummer 3. Jetzt verbinden wir das alles, unsere zwei Teile, mit einer schönen Leiste. Und die kleben wir eigentlich nur fest, vielleicht verschrauben wir sie noch. Mal sehen. Jetzt kommt Teil Nummer 4. Und zwar kommt das hier hin an diesen Spalten und ich freue mich besonders drüber, dass diese ganzen von mir bereits gestrichenen Latten, die weißen, doch noch zum Teil zum Einsatz kommen und nicht alle verschwendet waren. Und deswegen freue ich mich wirklich über jede, die einen Platz findet. Und hier passt sie jetzt wirklich von der Breite genau rein, fast als hätten wir es abgemessen.
und das kommt da jetzt hin und verschließt auf dieser Seite auch den letzten Spalt. Ich mache jetzt hier über uns diese Gesundheit, Mira. Ich mache jetzt hier über uns diese Fuge mit unserem Kleber, weil ja, es schaut einfach nicht schön aus. Also die ist hier weiter auseinander wie oft in der Mitte und so weiter und so fort. Und das begleitet uns mit so einem Van eigentlich fast immer, gerade wenn nichts rechtwinklig ist. Und ihr werdet sehen, das mit dieser Fuge klappt echt gut. Und das schaut danach richtig super aus, auch wenn wir, sag ich mal, verschiedene Spalte haben. Ich habe jetzt das letzte Stück, was noch gedämmt werden musste, gedämmt. Und jetzt mache ich hier weiter. Und zwar haben wir ja an einigen Stellen schon gespachtelt, zum Teil sogar schon zweimal. Hier ist es aber zum Beispiel die erste Schicht. Und bei den neuen Wänden, die gerade erst dazugekommen sind, haben wir noch gar nicht gespachtelt. Ich werde jetzt als allererstes mal alle abschleifen, die wir schon gemacht haben. Und dann überall weiter spachteln, dann nochmal abschleifen und dann da fertig spachteln, wo halt noch die zweite Schicht hin muss. Und dann sind wir nämlich gut vorbereitet, dass wir morgen direkt streichen können. Weiter geht's. Zwischenstand, bevor es für uns zum Mittagessen geht. Es sind bis jetzt alle vorhandenen Flächen gespachtelt. Die Flächen, die ich eben schon geschliffen habe, sind jetzt zum zweiten Mal gespachtelt. Hier die Flächen, die relativ neu sind, sind zum ersten Mal gespachtelt. Die kann ich nach der Pause abschleifen und zum zweiten Mal spachteln. Und der Fabian ist schon sehr weit gekommen mit der Verkleidung. Hier die Ecke hat er auch schon ganz cool hinbekommen, so wie auf der anderen Seite. Es fehlt jetzt hier noch die Blende vor diesen Lichtsachen und hier oben die Blende. Ich denke, die werden wir aber ratzfatz haben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unser heutiges Tagesziel tatsächlich erreichen werden. Das wäre auf jeden Fall mal eine schöne Sache, weil meistens dauert es ja länger als erwartet. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir heute so weiterhin gut vorankommen, wenn wir nach dem Mittagessen wieder da sind. Also bis später. Tschu. Dann waren endlich alle Oberflächen geschliffen. Wie ihr seht, war das eine ganz schön staubige Prozedur, aber wir haben es geschafft. Eine Woche später als der ursprüngliche Plan fangen wir heute endlich an zu streichen. Es wird auch allerhöchste Zeit.
Wir haben gestern schon auf alle Wände mindestens den ersten Anstrich angebracht, teilweise sogar schon den zweiten. Wir haben gemerkt, es braucht auf jeden Fall 3 oder 4. Wir hatten gehofft, dass es mit 2 gut ist, aber leider ist es nicht so. Einfach auch dadurch, dass wir ja gespachtelt haben, dass wir geschliffen haben und an manchen Stellen kommt einfach das Rot von dem Holz extrem raus und das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, das zu überstreichen. Aber ich denke, mit 3, 4 Schichten läuft es ganz gut und wir werden einfach da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Und es macht auch Spaß. Macht auch Spaß. Gott sei Dank. Wir befinden uns im Endspurt unseres Streichprojekts und eigentlich ist wirklich nur noch die Sitzbank fertigzustellen. Ein Großteil der Sitzbank bekommt jetzt noch den zweiten Anstrich und ein klitzekleiner Teil, der hier hinten, bekommt den ersten Anstrich. Und dann sind wir tatsächlich fertig mit Streichen und ich freue mich schon so, euch das Ergebnis zu zeigen von allem Gestrichenen, was wir bis jetzt so haben. Es schaut so, so cool aus. Was sagt ihr zu dem Endergebnis? Wir sind wahnsinnig stolz drauf und sind sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht es auf jeden Fall spannend weiter. Bis dahin. Peace. Auf gar keinen Fall. Vielleicht machen wir irgendwann mal so eine Folge, wo einfach du das komplette Video schneidest und Voice-overs und strukturierst. Und dann ist das das Video, was viral geht. Das wäre ultra gut. Das ist ein ganz unvorteilhafter Weg. Das ist dein Traum. Voll mit dem Panzertape. Ja, geil. Bleib noch so.